Einmal eine Frage, aber bloß an die Männer. Ist Ihre Frau oder Lebensgefährtin auch schon mal 14 Tage allein in Urlaub gefahren? Das setzt sich ja in letzter Zeit mehr und mehr durch. Weil viele Frauen kommen drauf, dass wenn sie 3 Wochen in einem Wohnwagen am Gardasee hocken, frei Kaffee kochen, mit Hochessen machen, Abendessen, waschen, Betten richten, abspielen, auf die Kinder aufpassen, Schwimmflügler aufblasen, dass das eigentlich das Gleiche ist wie der Hammer. Mit dem einzigen Unterschied vielleicht, dass Fred zum Zeitung holen nicht am Briefkasten mähen, sondern eine halbe Stunde nach Sirmione reinlaufen. Eine halbe Stunde hier, eine halbe Stunde zurück, so viel frische Luft in aller Fre und auf nüchtern Morgen hast du daheim als Frau natürlich nicht. Aber mit der Aussicht auf so einen herrlichen Spaziergang jeden Tag kannst du halt keine Frau mehr in einen Campingurlaub am Gardasee locken. Und heuer hat meine Frau gesagt, sie möchte einmal allein fortfahren. Die ersten 3 Tage Strohwitwe, muss ich sagen, waren ganz schön. Am Sofa gelegen, ohne dass die uns fragt, warum dass du am Sofa liegst. Nachts störungsfrei geschnarcht, dass die ganze Nachbarschaft zusammengelaufen ist. Habe ich die ja einmal kennengelernt. Und Frey statt unter Aufsicht, statt Zeh putzt, einen Kaugummi reingeschoben. Aber am Ferntag habe ich noch einen kleinen Schwächeanfall gekriegt. Der Doktor hat gesagt, meine bleichen Gesichtsfarbe, die eingefallenen Backen und den Schlottern von der Hose nach, könnte es von einer einseitigen Ernährung kommen, was ich in letzter Zeit essen darf. Dann habe ich zusammengezählt und bin auf 20 Bäckel Kaugummi gekommen, 15 Kästen Bier und ein Dieden alte Salzletten. Ich habe mir noch auf dem Rad von meinem Doktor, weil ich so gern Stadtwurst mit Musik habe, mir 10-jährigen Stadtwurst gekauft. Die waren in Angebot. Ein Sack voll Zwiebeln, weil der Zentner gewesen sei. Und eine CD mit Wiener Walzer, weil Wiener Walzer ging meiner Frau auf die Nerven. 9 Ring vor der Stadtwurst habe ich in die Tiefkühltruhe rein, die Zwiebeln durch den Multimix gejagt, dass sie noch auf der Deckendrome gehängt sind. Und dann habe ich meinen Daumen in ganz kleine, gleichmäßige Scheiben geschnitten. Da der Bart aus dem Wohnzimmer hat es dröhnt, Wiener Blut, Wiener Blut. Ja. Bei der CD mit Nürnberger Blut gibt es keine. Ne? Ich hab noch nach dem Verbinden habe ich doch lieber wieder Kaugummi mit Salzletten gegessen und zum Nachtisch Gummibärle. Die Wochen drauf habe ich 2 Tage unbezahlten Urlaub genommen, weil ich hab das Hämmert, wo ich 8 Tage angehabt habe ich waschen und biegeln müssen. An Tag bin ich vor allem in Schlafanzug Jäckle in die Arbeit gegangen. Ist überhaupt nicht aufgefallen. Also ich hab noch das Hämmert, ein paar stuchsteife Socken, die Hosen und einen Sacko habe ich in die Waschmaschine rein. Voll, also ganz rum habe ich auf Kochwäsche hab ich eingestellt. Ja, dass einmal wieder richtig sauber werde war. Das Sacko, das hat er dann auch ein Gräs gehabt, dass ich es als Putzlappen in meinem Fahrradtäschler rein da haben können. Die Socken haben sie zu einem Wollknäuel zurückentwickelt gehabt. Und am Schluss war nur ein rosa Hämmer in der Waschmaschine drin. Wo das herkommen ist, weiß ich auch nicht. Aber dafür ist das weiße Hämmer, wo ich rein da hab, das war spurlos verschwunden. Vor den Hämmer habe ich noch mit dem Biegeleisen alle Knöpfe der Reihe noch sauber weggeschmolzen. Ob man noch als Morgenmantel nehmen können. Und in dem Moment leid es an der Tür draußen. Waren es zwar Zeugen Jehovas, welcher der Errettung der Welt. Ist normal auch meine Frau zuständig, ne? Bei der polizeilichen Vernehmung haben alle zwar übereinstimmend gesagt, dass ich mit einem ganz harten Gummiknüppel auf sie losgegangen bin. Hätte die Stadtwurst doch nicht so lange in der Tiefkühltruhe drin lassen sollen, ne? So hätte ich einen Waffenschein dafür braucht, steht ausdrücklich im Gesetz drin. Es soll aber auch ein Gesetz geben, dass Ehefrauen auf gar keinen Fall allein in Urlaub fahren dürfen.